Hallöchen Leute, hier ist dann wieder euer Magic Beaver mit einem weiteren Nerf Blaster, diesmal mit dieser Mega Double Breach. Viel Spaß! Ich hatte in der Vergangenheit schon ein paar Mal Probleme mit Mega Blastern, weil, naja, ich mag Zombie Strike oder Elite Blaster einfach mehr. Und jetzt hier, na, vielleicht wird der hier meine Meinung grundsätzlich ändern. Ich persönlich mochte tatsächlich die Cyclone Shock, die auf der Rückseite sogar noch angeworben wird. Also meiner Meinung nach ein super Blaster. Mal sehen, ob der hier dieses Adjektiv auch verdient. Auf jeden Fall steht hier dann noch, dass dieser Blaster ab 8 Jahren freigegeben ist und er fühlt sich auch relativ leicht an, selbst mit Karton. Und wir haben außerdem 6 Megapfeile mitgeliefert. Was schon mal nicht schlecht ist, weil, naja, die sind größer. Da passt nicht so viel in den Blaster rein. Und deswegen, wenn man den Roto Fury hat, wo dann ungefähr 10 von solchen Pfeilen reinpassen, dann ist das schon verdammt gut. Das ist ungefähr vergleichbar mit einer Rampage, wo ungefähr 25 von diesen kleinen Pfeilen reinpassen. Also, ja, nicht schlecht. Außerdem wird auf dem Karton angegeben, dass dieser Blaster anscheinend 23 Meter weit schießen soll. Das müssen wir dann nochmal ausprobieren. Aber ich habe schon mal meine ersten Zweifel, denn am offenen Karton hier, da kann man auf den Blaster gucken. Und der Blaster hat einen, ich glaube, ja, hier ist er. Hier haben wir einen grauen Abzug und der wird dann auch bedeuten, dass dieser Blaster die europäische Version ist. Und die ist üblicherweise gedrosselt in der Reichweite. Also weiß nicht, ob man sich darauf freuen kann. Blaster, Pfeile und Anbauteile, was sich jetzt lustigerweise gereimt hat. Beim ersten Versuch, muss man sich mal vorstellen. Also der Blaster muss zusammengebaut werden. Da gucken wir uns erstmal die richtig schöne Seite an. Da gucken wir uns die richtig mega hässliche Seite an. Oh, da freut man sich ja. Und die hübschen jetzt etwas auf mit diesen Dingern. Da sind solche kleinen Noppen dran und die gehören dann wohl hier rein. Ich gehe mal davon aus, dass man das jetzt nicht einfach so wieder rausbekommt. Ich hatte schon genug Schwierigkeiten, das reinzubekommen. Wie dem auch sei, jetzt der Blaster. Guck ich das mal an, das braucht man gar nicht für die Darts benutzen, kann man einfach die Hand benutzen. Sehr praktisch für mich, denn jetzt kann ich erstmal schön diese Schmuckseite zeigen, besser als die Schmutzseite, naja. Und hier haben wir Logos drauf, nämlich einmal das Nerf-Logo und wir haben das Mega-Logo drauf, beides angemalt. Zeige ich überhaupt an die richtige Stelle, das ist manchmal so verwirrend für mich. Und außerdem haben wir oben diesen Schriftzug Double Breach, auch angemalt, auf der anderen Seite dann eher nicht. Schade, aber wie gesagt, es ist die schlecht aussehende Seite. Man muss eben immer so in den Kampf ziehen, nicht so, sondern so. Und hier unten am Griff, zeige ich mal kurz den, der sieht auch noch relativ cool aus mit diesem Grau und Schwarz und ja, er ist halt recht komfortabel. Er könnte besser sein, er könnte aber auch sehr viel schlechter sein. Es ist Standard, okay? Dann nehmen wir es mal und wir können es ganz einfach mit einer Hand hochheben. Dieser Blaster wiegt praktisch nichts. Luft könnte sich von ihm eine Scheibe abschneiden und ich glaube, das hat Luft sogar getan. Guck dir das mal an. Dieser Blaster könnte in der Mitte auseinanderbrechen. Es ist ein Magermodell von einem Blaster. Genug Analogien für heute. Auf jeden Fall, es ist sehr dünn in der Mitte und dementsprechend auch sehr leicht. Und trotzdem passt die ganze Technik rein, also schon mal da, finde ich sehr schön. Ich mag jetzt besonders die Richtung, sie machen das schon mit der Alpha Hawk und mit dem Blaster. Sie geht mir diese Richtung schlank und leicht. Und das ist eben für Blaster sehr praktisch. Weniger Plastik zum Verbauen, kostet also weniger und außerdem leichter für uns. Aber falls uns der Arm langsam einschläft vom ganzen Blaster mit einer Hand tragen, dann können wir auch ganz einfach diesen Griff hier benutzen. Und der ist gleichzeitig auch der Lademechanismus. Funktioniert nämlich folgendermaßen, man zieht das zurück, nach vorne und dann drückt man ab. Ziemlich Standard, aber wir haben eine Besonderheit und nur deswegen ist dieser Blaster auch wirklich erwähnenswert. Nämlich einerseits die ganzen Pfeile, verdammt. Die kommen hier an diese Pfeilhalterung und nachdem wir fertig sind, wir haben ja 8 Pfeile mitgeliefert, 4 passen daran. Danach haben wir noch 2 in der Hand, also das letzte Mal, als ich eine große Rechenaufgabe gegeben habe. Ja, das war bei der Rough Cut, 2x4, ich kriege noch heute Antworten, also vielen Dank dafür. Es ist 8, es ist die Lösung 8. Ich werde jetzt nicht nochmal fragen, was 6-4 ist. Auf jeden Fall haben wir hier noch 2 Pfeile in der Hand und jetzt können wir den Blaster laden, indem wir den Pumpgriff nach unten bewegen und dann hier diese Ladeklappe nach unten ziehen. Und dann müssen wir die Pfeile reinstecken. Achtung, die müssen tatsächlich bis ganz nach unten gedrückt werden, bis nur noch hier die Köpfe rausgucken. Da können wir sie tatsächlich noch wieder rausziehen. Aber warum sollten wir das tun? Wenn wir sie auch abschießen können. Ja, Pfeil rein, so. Und jetzt brauchen wir nicht erst die Ladeklappe nach oben und dann den Pumpgriff nach oben machen. Nein, das geht beides gleichzeitig. Cool, das ist ein Lifehack für Nerfs, also eher ein Nerf-Hack. Auf jeden Fall können wir jetzt schießen. Und das war der erste. Das war der zweite. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal tun. Also eine Feuerrate, sobald wir sie geladen haben, gute Feuerrate. Aber dann mit dem Nachladen dazugerechnet, weil... Versucht das mal in der Hitze des Gefechts nachzumachen. Also das ist...
Nicht allzu einfach, es geht nicht besonders schnell, dementsprechend kein besonders nützlicher Blaster. Trotzdem ein kleines Wort des Lobes, denn ich mag, wie die beiden Läufe übereinander liegen. Bei anderen Blastern, die so eine Doppelschussvariante haben, sagen wir zum Beispiel Barrel Break, Rough Cut und Double Dealer, ne? Da liegen die Läufe immer nebeneinander und man zielt immer gerade zwischen die Läufe. Das heißt, wenn man schießt, dann können die am Gegner einfach so vorbeifliegen, weil du da hingezielt hast und die Läufe schießen so. Ist noch schlimmer als normalerweise. Deswegen finde ich es hier sehr praktisch, dass sie übereinander liegen. Praktisch. Außerdem, wenn ihr mit dieser Feuerart komplett abkackt, dann haben sie wenigstens noch einen Rapid-Fire-Modus eingebaut. Der erlaubt es euch normalerweise, keine Ahnung, zum Beispiel bei einer Rampage, 25er Trommel. Und ihr könnt einfach die Pfeile raushauen. Das spart euch eine Menge Zeit. Hier haben wir zwei Pfeile drin und haben Rapid-Fire-Modus. Wir halten den Abzug gedrückt und wir bewegen den Pumpgriff. Es ist nicht besonders effektiv, aber schön, dass sie es eingebaut haben. Ja, und jetzt muss ich schon wieder nachladen. Nicht besonders klasse. Zum angesprochenen Zielen. Dieser Blaster hat nichts weiter als eine Tactical Rail. Das heißt, wir haben nicht irgendwie Kim oder Korn. Nein, wir zielen einfach grob nach Intuition und über diese Steckschiene. Ja gut, wir könnten auch was aufbauen, aber es ist schon ein bisschen schade. Jeder andere Blaster hat wenigstens ein Korn drauf, wo man halbwegs drüber zielen kann. Hier haben wir einfach nichts mitgeliefert. Oder wir können noch eine Pfeilhalterung aufbauen und Edge, wir haben schon eine, brauchen wir nicht. Aber ansonsten können wir auch nichts wirklich anbauen. Wir haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit, eine Laufverlängerung anzubauen oder eine Schulterstütze aus gegebenen Gründen oder Zweibein, geht auch nicht. Okay, selbst wenn ich es könnte, ich würde kein Zweibein anbauen. Ich brauche es ja sowieso nicht. Der Blaster ist arschleicht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir zwei Sling Points haben. Ich meine, hier ein, wir können ein Bendulia-Kit dran machen und wir können es über die Schulter tragen. Der Blaster ist leicht. Kein Problem. Darf ich euch mal ein Geheimnis erzählen? Ich mag diesen Blaster nicht wirklich. Aber gleichzeitig hasse ich ihn noch nicht. Es ist ein kleiner Zwiespalt. Der tendiert so Richtung negativ. Aber es ist ein Zwiespalt, weil dieser Blaster ist von der Funktion her absolut nicht gut. Man hat eine schlechte Ladegeschwindigkeit, mit der Reichweite muss ich gleich nochmal gucken, aber das zerstörte schon ziemlich für mich. Und ansonsten hat man auch nicht wirklich eine Anbaumöglichkeit, man kann nicht richtig gut zielen. Und Megapfeile, das ist ein völlig anderes Thema. Da stehe ich auch nicht besonders drauf. Aber gleichzeitig haben wir auch mitgeliefert eine Ladehalterung, wollte ich sagen. Eine Pfeilhalterung und wir haben ein ziemlich geiles Ladesystem, wo ich meine, guckt jetzt mal an, das ist ziemlich cool, einfach so die Pfeile an der Seite reinstecken. Für Modder ist das vielleicht interessant. Und ich meine nicht die Modder auf dem Feld, ich meine Leute, die diesen Blaster vielleicht gerne modden würden. Aber für mich, als ganz normalen 0815 Nerfer, als Otto-Normalverbraucher, ich kann mit diesem Blaster nicht wirklich was anfangen. Wenn ihr irgendwie auf Cosplay-Festivals und sowas gehen wollt oder es richtig cool findet, dann bitte. Aber für normale Leute, für normale Nerfer. Ich habe diesen Blaster netterweise vom Bancroft-Team zur Verfügung gestellt bekommen und das kostenlos. Das ist sehr nett von euch, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin mit diesem Blaster nicht besonders zufrieden. Unter anderen Umständen vielleicht, aber so wie ich das sehe, kein wirklich nützlicher Blaster. Aber jetzt werden wir erstmal ausprobieren, ob er wenigstens von der Reichweite her ordentlich was wegreißt, trotz grauem Abzug. Ich muss den vielleicht anders anmalen, vielleicht wird die Reichweite dann besser. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal raus aufs Feld und schießen mit dem Blaster rum. Viel Spaß beim Schusstest. Film ab! So, dann wie gehabt, 3 geradeaus, 3 nach oben, los geht's. Nee. Ganz reinstecken. So. So, 3 in einer Reihe. Bin ich mal heute sehr großzügig bei 9 Metern. Der kürzeste hochgeschossene gleich bei Oha. 13,90 Meter. Hier haben wir noch einen bei. Mal sehen, was ist das? 15,70 Meter. Ach du Scheiße. Und der weiteste bei 17,30 Meter. Der Blaster ist absolut großartig, er hat super abgeschnitten. Die 23 Meter hat er jetzt nicht ganz erreicht, nur so ein kleines Stückchen. Seien wir ganz ehrlich, der Blaster ist nicht so gut. Nee. Für den Coolness-Faktor meinetwegen, aber in der Funktion kackt er halt echt ab. Und ich meine, der kostet bald 40 Euro so. Ich glaube, gerundet 38 Euro und für ein paar Euro mehr kann man sich da gleich eine Alpha-Hawk holen. Also wenn man schon so viel Geld auf den Tisch legt, holt euch lieber eine Alpha-Hawk, die funktioniert wenigstens. Und sie ist cool. Der Blaster hat halt nichts anderes vorzuweisen, außer Pumpgun, yay!
Tja, auch wenn der Blaster jetzt nicht das Gelbe vom Ei war, ich hatte meinen Spaß beim Drehen. Ich hoffe, ihr auch beim Zusehen. Und falls dem so ist, könnt ihr auch nächste Woche wieder einschalten. Denn am Sonntag gibt es spätestens das nächste Nerf-Video. Vielleicht kommt in der Woche dazwischen schon wieder ein nächstes Video. Dann aber nicht zu einem Blaster, dann mehr so, keine Ahnung, silberner Playbutton vielleicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und in der Zwischenzeit, macht's wie ich und beißt euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao. Au.